Der Tannenbaum von Hans Christian Andersen. Draußen im Wald stand ein kleiner, niedlicher Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, die Sonne beschien ihn, er hatte Luft und um ihn herum wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen als auch Fichten. Aber der kleine Tannenbaum wollte so sehr wachsen, dass er gar nicht an die warme Sonne und an die frische Luft dachte. Er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die vorbeigingen und sich unterhielten, wenn sie im Wald waren, um Erdbeeren oder Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll vorbei und hatten die Erdbeeren auf Grashalme aufgezogen. Dann setzten sie sich neben den kleinen Baum und sagten, »Nein, wie niedlich und klein der ist!« Das wollte der Baum gar nicht hören. Im nächsten Jahr war er ein ganzes Stück größer geworden und im Jahr darauf um noch einen Astansatz länger, denn bei einem Tannenbaum kann man an den vielen Astansätzen sehen, wie alt er ist. »Oh, wäre ich doch ein so großer Baum wie die anderen!« seufzte der kleine Tannenbaum. Dann könnte ich meine Zweige weit ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinausblicken. Die Vögel würden ihre Nester zwischen meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, genau wie die anderen dort. Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, den Vögeln und den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinwegsegelten. Wenn es Winter war und der Schnee ringsum funkelnd weiß dalag, kam oft ein Hase gesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum hinweg. Oh, das war so ärgerlich! Aber es vergingen 2 Winter, und im dritten war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne auf dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen Holzfäller und schlugen einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr, und der junge Tannenbaum, der nun schon gut gewachsen war, erbebte dabei, denn die großen, prächtigen Bäume fielen knackend und krächzend zur Erde. Die Zweige wurden abgeschlagen, und sie sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht wiederzuerkennen. Aber dann wurden sie auf den Wagen gelegt und Pferde zogen sie fort auf den Wald hinaus. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalbe und der Storch kamen, fragte sie der Tannenbaum, »Wisst ihr nicht, wo sie hingebracht wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet?« Die Schwalbe wusste nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Doch, ich glaube, ich weiß es. Ich bin vielen neuen Schiffen begegnet, als ich von Ägypten kam. Darauf standen prächtige Mastbäume. Ich darf wohl behaupten, dass sie es waren. Sie rochen nach Tanne. Ich soll vielmals von ihnen grüßen. Sie ragen in die Höhe. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer fahren zu können. Wie ist es eigentlich, das Meer, und wie sieht es aus? Ja, das ist nicht mit wenigen Worten zu erklären, sagte der Storch, und dann ging er. Freue dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen. Freue dich deines Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Als die Weihnachtszeit kam, wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die weder so groß noch so alt wie dieser Tannenbaum waren, der weder Rast noch Ruhe kannte, sondern immer davon wollte, diese jungen Bäume, und sie waren immer die allerschönsten, behielten ihre Zweige, sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie aus dem Wald hinaus. »Wohin werden sie gebracht?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich, einer war sogar viel kleiner. Warum behalten sie alle ihre Zweige? Wo fahren sie hin?« das wissen wir«, zwitscherten die Spatzen. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich nur denken kann. Wir haben in die Fenster hineingeschaut und gesehen, dass sie mitten in die warme Stube gepflanzt und mit den schönsten Dingen geschmückt werden, mit vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen 100 Lichtern. Und dann? Fragte der Tannenbaum und zitterte an allen Zweigen. Und dann? Was geschah dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich. Ob ich wohl auch dazu bestimmt bin, diesen Weg zu gehen? Jubelte der Baum. Das ist noch besser, als über das Meer zu fahren. Wie ich mich danach sehne, wäre es doch Weihnachten. Jetzt bin ich hoch und breit wie die anderen, die letztes Jahr weggebracht wurden. Oh, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich in der warmen Stube mit all ihrer Pracht und Herrlichkeit. Und dann? Ja, dann kommt wohl etwas noch Besseres, noch Schöneres. Warum würden sie mich sonst schmücken? Es muss noch etwas Größeres und noch Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich. Ich weiß selbst nicht, wie mir ist. Freue dich an uns, sagte die Luft und die Sonnenstrahlen. Freue dich deiner frischen Jugend draußen im Freien.
Aber er freute sich gar nicht. Er wuchs und wuchs. Im Winter und im Sommer stand er grün, dunkelgrün. Die Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein schöner Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er als erster von allen gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zur Erde. Er fühlte Schmerz und Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken, sondern war traurig. Er wusste ja, dass er nie mehr die lieben alten Kameraden sehen würde, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, ja vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war gar nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hof mit den anderen Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen hörte, »Der hier ist prächtig, wir brauchen nur diesen.« Nun kamen zwei Diener im Livree und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsumher hingen Bilder an den Wänden und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen, auf deren Deckel Löwen zu sehen waren. Da gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für 100 mal 100 Taler. Zumindest sagten das die Kinder. Und der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gesteckt, aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde mit grünem Stoff behängt und stand auf einem großen bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was würde nun geschehen? Diener und Mädchen gingen hin und her und schmückten ihn. Sie befestigten kleine Netze aus farbigem Papier an den Zweigen. Jedes Netz war mit Zuckerzeug gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen wie festgewachsen herab, und über 100 rote, blaue und weiße kleine Kerzen wurden auf die Zweige gesteckt. Puppen, die wie leibhaftige Menschen aussahen, der Baum hatte solche noch nie gesehen, schwebten im Grün, und ganz oben an der Spitze strahlte ein Stern von Flittergold. Es war prächtig, ganz unvergleichlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird er strahlen. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden doch die Lichter bald angezündet. Was dann wohl geschieht? Ob da wohl die Bäume aus dem Wald kommen, um mich zu sehen? Ob wohl die Vögel an die Fensterscheibe fliegen? Ob ich hier festwachse und winters wie sommers geschmückt stehen werde? Ja, er wusste gut Bescheid, aber er hatte ordentlich Borkenweh vor lauter Sehnsucht, und Borkenweh ist für einen Baum genauso schlimm wie für uns andere Kopfweh. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte dabei in allen Zweigen, so daß sie durch eins der Lichter Feuer fing. Gott bewahre! Schrien die Mädchen und löschten das Feuer hastig aus. Nun wagte der Baum nicht einmal zu beben. Er hatte Angst, etwas von seinem vielen Schmuck zu verlieren. Er war ganz verwirrt von all dem Glanz, und nun gingen die beiden Flügeltüren auf, und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die Erwachsenen kamen bedächtig hinterher. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, das ist nur so Schalte. Sie tanzten um den Baum herum, und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. Was tun sie nur, dachte der Baum, was wird geschehen? Die Lichter brannten bis auf die Zweige herunter, sie wurden gelöscht, und die Kinder erhielten die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten auf ihn los, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstein an der Decke festgebunden gewesen, er wäre umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem Spielzeug herum. Niemand sah den Baum an, außer dem alten Kindermädchen. Das kam und zwischen die Zweige blickte, aber nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden war. »Eine Geschichte! Eine Geschichte!« riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zum Baum. Er setzte sich darunter, denn dann sind wir im Grünen, sagte er, und dem Baum kann es nur gut tun, zuzuhören. »Aber ich erzähle nur eine Geschichte.« Wollt ihr die von Ivede Avede hören oder von Klumpe Dumpe, der die Treppe herabfiel und doch auf den Ehrensitz kam und die Prinzessin erhielt? Ivede Avede, schrien einige, Klumpe Dumpe, schrien andere. Es war ein Rufen und Schreien, nur der Tannenbaum schwieg ganz still. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch auf dem Ehrensitz kam und die Prinzessin erhielt, und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzähle, erzähle. Sie wollten auch noch die Geschichte von Ivede Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Wald ihm dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es zu in der Welt, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass alles wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der es erzählte. Ja, ja, wer weiß, vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin.
und er freute sich darauf, am nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten geschmückt zu werden. Morgen will ich nicht zittern, dachte er. Morgen werde ich noch glücklicher sein. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpedumpe und vielleicht auch die von Iwede Awede hören. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll da. Am nächsten Morgen kamen die Diener und das Mädchen hinein. Nun beginnt das Schmücken aufs Neue, dachte der Baum, aber sie schleppten ihn aus dem Zimmer hinaus, die Treppe hinauf auf den Speicher und stellten ihn in eine dunkle Ecke, wo kein Tageslicht hinschien. Was soll das bedeuten, dachte der Baum, was habe ich wohl hier zu tun, was werde ich wohl zu hören bekommen? Und er lehnte sich gegen die Mauer und dachte. Er hatte genug Zeit dazu, denn es vergingen Tage und Nächte, niemand kam herauf, und als endlich jemand kam, war es nur, um einige große Kisten in die Ecke zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt, man musste glauben, dass die Menschen ihn ganz vergessen hatten. Jetzt ist es Winter draußen, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht einpflanzen. Deshalb soll ich wohl bis zum Frühling hier geschützt stehen. Wie klug das ist! Ach, wie die Menschen doch so gut sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam, nicht einmal ein kleiner Hase. Es war doch so hübsch draußen im Wald, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang. Aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. Piep, piep, sagte im selben Augenblick eine kleine Maus und schlüpfte hervor. Und dann kam noch eine. Sie beschnupperten den Tannenbaum und huschten zwischen seinen Zweigen hindurch. Es ist eine gräuliche Kälte, sagte die kleine Maus. Sonst ist es hier herrlich, nicht wahr, du alter Tannenbaum? Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Es gibt viele, die viel älter sind als ich. Wo kommst du denn her? Fragten die Mäuse. Und was weißt du? Sie waren schrecklich neugierig. Erzähl uns doch von deinem schönsten Platz auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegt und Schinken unter der Decke hängt, wo man auf Teiglichtern tanzt und mager hineingeht und fett herauskommt? Den Platz kenne ich nicht, sagte der Baum. Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen. Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend, und die kleinen Mäuse hatten noch niemals vorher so etwas gehört, und sie lauschten und sagten, wie viel du schon gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist. Ich? Fragte der Tannenbaum und dachte über das, was er erzählte, nach. Ja, im Grunde waren es ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, als er mit Geschenken und Lichtern geschmückt worden war. Oh, sagten die kleinen Mäuse, wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum. Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Ich bin ja erst diesen Winter aus dem Wald gekommen. Ich bin im allerbesten Alter. Ich bin nur im Wachstum voraus. Wie schön du erzählst, sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum auch erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen. Klumpedumpe fiel die Treppe hinunter und erhielt doch die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Baum an eine kleine, reizende Birke, die draußen im Wald wuchs. Sie war für den Tannenbaum eine wirkliche, schöne Prinzessin. Wer ist Klumpedumpe? Fragten die kleinen Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich an jedes einzelne Wort erinnern. Die kleinen Mäuse waren nahe dran, vor lauter Vergnügen bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der nächsten Nacht kamen noch mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten. Aber sie meinten, die Geschichte sei nicht lustig, und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun gefiel sie ihnen auch weniger. »Kennen Sie nur die eine Geschichte?« fragten die Ratten. »Nur die eine«, antwortete der Baum. »Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. Das ist eine außerordentlich jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine mit Speck und Teiglicht? Keine Speisekammergeschichte?« »Nein«, sagte der Baum. »Ja, dann bedanken wir uns«, sagten die Ratten und gingen fort. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg. Und da seufzte der Baum. Es war doch ganz schön, als sie um mich herum saßen, die zappligen kleinen Mäuse, und mir zuhörten, wie ich erzählte. Nun ist das auch vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich wieder hervorgeholt werde. Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens. Da kamen Leute und räumten auf dem Speicher herum. Die Kästen wurden weggeschoben, der Baum hervorgezogen. Sie warfen ihn allerdings ziemlich hart auf den Fußboden, und dann schleppte ihn ein Knecht zur Treppe. Jetzt beginnt das Leben wieder, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, den ersten Sonnenstrahl, und dann war er draußen im Hof. Alles ging ganz schnell. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. So viel
um ihn herum war, zu sehen. Der Hof grenzte an einen Garten, in dem alles blühte. Die Rosen hingen so frisch und duftend über das kleine Gitter. Die Linden blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, »Quirrevirrevit, mein Mann ist gekommen!« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. »Nun werde ich leben«, jubelte er und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach, sie waren alle vertrocknet und gelb, und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern aus Goldpapier steckte noch oben an der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hof spielten ein paar der fröhlichen Kinder, die am Weihnachtsabend um den Baum herumgetanzt waren. Eines der Kleinsten lief zu ihm hin und riss den Goldstern ab. »Seht, was ich noch auf dem hässlichen alten, seht, was noch auf dem hässlichen alten Tannenbaum ist«, sagte es und trat auf die Zweige, dass sie unter seinen Stiefeln knackten. Und der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er sah sich selbst an und wünschte, dass er in seiner dunklen Ecke auf dem Speicher geblieben wäre. Er dachte an seine Jugend im Wald, an den lustigen Weihnachtsabend und an die kleinen Mäuse, die sich so fröhlich die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. »Vorbei, vorbei«, sagte der alte Baum, »hätte ich mich doch gefreut, als ich es konnte. Vorbei, vorbei.« Und der Knecht kam und hackte den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Hell flammte er auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer glich einem kleinen Schuss. Darum liefen die spielenden Kinder herbei und riefen laut »Piff, paff!« Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Wald oder an eine Winternacht dort draußen, als die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe Dumpe, an das einzige Märchen, das er je gehört hatte und erzählen konnte, und dann war der Baum verbrannt. Die Jungen spielten draußen im Hof, und der Kleinste trug den Goldstern an der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war er vorbei, und mit dem Baum war es vorbei, und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.